warte mal, ich hänge. Ich bin ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Also ich fand's irgendwie voll krass gerade. Wir sitzen im Leichenwagen und die Fahrt beginnt. Ein Kollege von mir, das war eine Fahrt, wo er alleine war, da ist er nur zu einer Urnenbeisetzung gefahren, hatte die Urne hinten drin und dann ist er tatsächlich akut erkrankt. Er hat auch das Bewusstsein verloren. Der Tod gilt in unserer Gesellschaft als Tabuthema. Man spricht selten über dieses sensible Ende, was plötzlich kommen kann. Laut einer Statistik sterben aber allein in Deutschland 1 Million Menschen jedes Jahr. Das sind über 2000 Menschen täglich. Ich möchte diese Reportage einen Tag lang Praktikum hier machen, bei Oberüberbestattungen in Dresden. Und dafür treffe ich jetzt erstmal den Frank, der ist der Inhaber dieses Hauses. Hallo Frank. Hallo Benedikt. Hi Frank. Ich grüße dich, hallo. Frank Oberüber ist geprüfter Bestatter und das schon seit über 10 Jahren. In Dresden besitzt er sein eigenes Bestattungsinstitut Oberüberbestattungen. Ich freue mich wirklich heute, dir mal so ein bisschen über die Schultern zu schauen als Bestatter, ja? Bestatter, ja. Ich bringe Leute unter die Erde oder dahin, wo sie wollen. Also es gibt ja auch Menschen, die hier verstorben sind und nur woanders bestattet werden. Frank gibt mir eine Roomtour durch sein Bestattungshaus. Leichen werden hier, mitten in der Stadt, aber nicht gelagert. Hier trifft man sich, setzt sich zusammen an einen runden Tisch und bespricht halt die komplette Bestattung. All das, die Musik und so. Alles, was man, also erstmal natürlich die Formalitäten, unheimlich viel Papierkrieg in Deutschland, Bürokratie ohne Ende, auch in so einem Sterbefall. Unser Ziel ist eigentlich immer zu helfen und den Menschen den Rücken frei zu halten, dass sie sich um sich selber kümmern können, um ihre Familie. Es ist eine belastende Situation. Gehen wir einfach mal wieder weiter. Hier kommt der nächste Raum. Hier kommt der nächste Raum, ja. Okay. Das ist ein kleiner Raum, der ist eher so das Thema Feuerbestattung. Also man hat ja zwei grundsätzliche Bestattungsformen. Einmal eine Feuerbestattung, das heißt, der Verstorbene wird in einem Krematorium eingeäschert im Sarg. Da fahren wir heute noch hin, genau. Oder die andere Bestattungsform ist die Erdbestattung. Der Verstorbene wird in seinem Sarg in die Erde gelegt. Man bekommt die Asche aus dem Krematorium in so einer Kapsel und man macht sie üblicherweise in so eine Schmuckurne hinein, weil man da eben viele verschiedene Wünsche berücksichtigen kann. Man sieht, dass wir haben sämtliche Materialien da, Holz, Keramik, Metall. Wir haben auch Rohlinge da, die Menschen können selber gestalten, die können bemalen, die können bekleben, die können filzen, was sie wollen. Okay. Und hier ist das nächste Thema. Der letzte Raum hier schon. Ja, ne? Das ist jetzt eher so die Fraktion der Erdbestattung. Hier sieht man eine kleine Auswahl an Särgen. Hier ist ein Sarg jetzt gerade nicht verfügbar, der ist in Betrieb sozusagen, den werden wir nachher sehen. Da konnten wir den Lieferanten nicht so schnell überzeugen, uns das Modell zu liefern, deswegen haben wir den aus der Ausstellung verwendet. Ein Kiefer, ne? Das ist wahrscheinlich Kiefer und Holz. Ja. Wie schwer ist so ein Sarg? So ein Sarg ist unterschiedlich, dementsprechend wie die Dichte dieses Holzes ist, verändert sich auch das Gewicht des Sarges. Also so ein richtig schwerer Eichensarg, der wiegt dann schon mal 50 Kilo. Ja, so ein... Mit schon als, drin, nein, ne? Ohne. Also ohne. Also aber der reine, der ist muss man, das ist richtig schwer. Ne? Deswegen hat man teilweise bis zu 6 Sargträger auf dem Friedhof, weil das richtig in Gewicht ist. Ne? Ja, okay, das wäre jetzt erstmal hier so die Räumlichkeit, die tägliche Arbeit abbildet. Genau. Und jetzt würden wir uns dann in die Realität begeben. Ne? Okay, wo geht's hin? Es geht hin auf einen Dresdner Friedhof. Da werden wir jetzt gemeinsam eine Erdbestattung begleiten und also eine Trauerfeier, oder? Eine Trauerfeier, die ich selber, wo ich die Trauerrede halten werde, auch für die Musik. Die Musik verantworte und anschließend wird dieser Sarg auf diesem Friedhof komplett beigesetzt. Okay. Und die beginnt um 9, ne, die Trauerfeier. Genau. Um 9 beginnt die Feier. Wir müssen um 8 spätestens vor Ort sein, um alle Vorbereitungen zu treffen und da seid ihr jetzt eingeladen. Also machen wir auf los, geht's. Ne? Ja, los geht's. Also. Dann fahren wir jetzt zur ersten Feier. Okay. Los geht's. Wir machen uns auf den Weg zur Trauerfeier auf einen Friedhof. Eine Stunde vor Beginn sollte man als Bestatter angekommen sein, um alles vorzubereiten. Ich finde immer den spannendsten Moment, der uns manche Schweißperle auf die Stirn treibt, ist immer der, wenn dann dort vorher alle aufeinandertreffen. Wir haben alle einen Kontrollzwang. Ich glaube, das wird jeden Bestatter, der mit dem Herzen dabei ist, so gehen, der hat Momente, wo er nachts aufwacht, Albträume hat, hast du auch nichts vergessen, hast du daran gedacht, weil du ja in dem Moment
auch nicht nachschauen kannst in keiner Akte. Ich habe das ja nur nicht mit zu Hause im Bett, die Sterbefallakten. Und trotzdem denkt man, hast du jetzt daran gedacht? Hast du das bestellt? Hast du da? Ja, oder die Musik, hoffentlich kommen die. Ja, es gibt ja auch teilweise so Bestattungen mit Musikern. Passiert es eben doch mal, dass irgendeiner im Stau steht oder was weiß ich. Ja? Ja. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass sie dann eben einen besonderen Musikwunsch hatten. Wir haben extra vorher diese Musik sozusagen arrangieren lassen von dem Musiker und seinen Leuten. Hm. Und einer von denen hatte dann eben diese Noten nicht dabei. Wir sind da, ne? Wir sind da, ja, ja. Wir biegen jetzt hier ein an den Johannesfriedhof, ne? Aha. So, und jetzt geht's los. Wenige Minuten vor Start der Trauerfeier mit den Angehörigen werden Kerzen angezündet, der Sarg wird in die Kirche geschoben und die Musik wird getestet. Wir als Kamerateam halten uns aus Respekt im Hintergrund auf. Nachdem die Angehörigen vom Friedhof wieder verschwunden sind, geht's für Friedhofsgräber ans Werk. Ich treffe einen von ihnen. Du bereitest gerade eben das Grab hier vor, oder? Also ich bereite jetzt das Grab vor für die nächste Beisetzung. Und jetzt muss ich die Matten reinhängen und die Laufroste, wo wir dann später drauf stehen, als Sicherheit alles noch vorbereiten, wir nennen es dekorieren und dann bin ich fertig. Ist schon mal jemand in so ein Grab abgestürzt? Nein. Nee? Und ich passe jetzt beim Vorbereiten oder so? Passiert nichts. Okay. Ja, das war es erstmal hier, wie so das Grab vorbereitet wird. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze zugeschaukelt wird. Also wenn gerade eben der Sarg wurde gerade eben mal eingelassen und jetzt wird das Ganze mit Kraft, mit Muskelkraft zugeschaukelt wird. Ich habe zwar keine, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Trampeln, sehr gut. Genau. Der Sandkasten für Männer. Schaukelst rein. Und dann tust du immer von hinten nach vorne machen, immer eine Lage, dann wieder rein. Okay. Das ist Arbeitsschutz. Nee. Jetzt stell ich mal hier vor. Oder so. Hilfe! Ich bin, was habe ich vorhin gerade gesagt? Ist schon mal jemand eingebrochen? Nein, das ist noch nie passiert. Schon mal jemand in so ein Grab abgestürzt? Nee? Ja, Leute, und jetzt geht's ins Krematorium. Das befindet sich ja auch auf dem Friedhof. Genau, der Michael, der buddelt jetzt noch ein bisschen weiter, damit das dann auch alles schön aussieht. Wie gesagt, jetzt geht's ins Krematorium. Ich bin auch gespannt. Gehen wir mal los. Sie gerade eben am Krematorium und jetzt macht der Frank auch auf. Hi Frank! Hallo, so, da bin ich wieder. Da bist du wieder, genau. Nein. Keine Scheu. Keine Scheu. Das ist ungewöhnlich, aber gehört zum Leben. Hier liegt so, er jetzt schon, ja. Oder? Wir haben hier einen, das ist ein sogenannter Versorgungsraum für Verstorbene im Krematorium in Dresden-Tolkewitz. Und hier werden die Verstorbenen, entweder bei uns im Haus oder auch hier, werden die Verstorbenen eben eingebettet in den Sarg und hygienisch versorgt. Gibt es Vorschriften, die man einhalten muss, und das machen wir hier, bevor wir ihn sozusagen auf die letzte Reise schicken bei so einer Feuerbestattung. Und also er wird verbrannt quasi? Das, wir reden hier, wenn wir im Krematorium sind, meistens von einer Feuerbestattung. Okay. Wir werden den Verstorbenen jetzt auf einen sogenannten Versorgungs- oder Waschtisch betten. Dort werden wir die Versorgung durchführen und dann wird er wieder eingekleidet und dann wird er wieder in diesem Sarg gebettet und vorbereitet dann für die eigentliche Feuerbestattung. Okay. Wenn wir mal hier rüber gehen, hier findet die Waschung statt. Das sind die
die Gegebenheiten dafür. Okay. Und wir nehmen den Tisch mal mit. Ja. Also ich würde dann nochmal quasi gewaschen, so wenn die Angehörigen nochmal gucken wollen oder ja. so. Ja, ja. Mit, und richtig versorgt. Das ist ja, wir übernehmen die Verstorbenen ja in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ja, ja. Oftmals so wie der Moment, in dem der Tod eingetreten ist. Mhm. Und ja. da gibt es viele Dinge, mhm. ja, die dann eben noch mal sauber gemacht werden müssen und auch frische Kleidung und ja. dass das alles ordentlich ist, dafür garantieren wir und es wird dann eben so gemacht. Ne? Wir würden ihn jetzt rübernehmen und ich mhm. denke dann... Dann verkriechen dann wir dann verkriecht ihr euch, ja. genau. genau. Ne? Ist das schwer jetzt, den hier rüber ja, zu... Ja, natürlich. Ich meine, warte mal, ich hänge... Das ist schon schwer. Manchmal müssen wir auch zu dritt sein, mhm. aber in dem Falle schaffen wir das. Ne? Dann würden wir jetzt mal genau. weitermachen und ja. wir holen euch dann wieder. Dann bis dann, ja? ja? Okay. Okay. Ich bin ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Also ich fand es irgendwie voll krass gerade. Also ich meine, es ist irgendwie auch spannend, so, was die so mit den Leichen machen, was eben passiert mit einem nach dem Tod. Aber irgendwie ist es auch ein Stück weit bedrückend. So, jetzt geht's weiter und zwar treffe ich jetzt den Herr Ritter. Der ist hier der Chef des ganzen Krematoriums quasi und hier steht er schon. Hallo Herr Ritter. Schönen Tag. Hallo. Also ich bin im Prinzip der Herr Ritter, mhm. der Leiter hier vom Krematorium Dresden-Tölkewitz mhm. und ich bin gerade eben im Prinzip dabei, hier einen Verstorbenen im Prinzip in unser Terminal einzugeben. Mhm. Okay, also alles digital hier. Genau. Hier haben wir im Prinzip dann noch unsere Kühlboxen. Die sind natürlich nur fürs Wochenende gedacht und für nachts und für Feiertags, mhm. dass die Bestatter rund um die Uhr im Prinzip hier anliefern können. Mhm. Die haben eine Fernbedienung, die kommen hier rein und können im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr hier die Verstorbenen okay. einstellen. Deswegen hier die 15 Kühlboxen. Mhm. Und hier im hinteren Bereich haben wir noch eine Urnenschließfachanlage. Okay. Hier werden die Urnen bereitgestellt für mhm. die jeweiligen Bestatter. Die mhm. haben alle ihr Fach. Und so ist im Prinzip die Anlieferung und Abholung immer gegeben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schule hier, ja, von den Schließfächern zum Spind. Ja, ja. Genau. Okay. Mhm. Ja, das wäre es auch mal so. Der obere Bereich hier, ne? Die Anlieferung. Genau, und hier geht es unter die Erde. Und hier geht es im Prinzip direkt nach unten in den Technikraum, ins okay. Krematorium. Können wir da mal hingehen? Ja, machen wir. Okay. Oh, hier wird es warm. Hier stehen vier Anlagen, vier Kremationsanlagen. Heute sind auch alle vier Anlagen im Betrieb. Okay. Im Prinzip hier sehen wir jetzt einen Ofen. Mhm. Wärmetauscher, Zyklon und Filteranlage im Prinzip nachgeschalten. Okay. Wir gehen jetzt direkt in den Einlieferungsbereich. Okay. Durchführen. Ah ja, das geht jetzt da hinten. Ach so, genau. Okay, verstehe. Aha. Da liegt jetzt auch jemand drin, ne? Ja. Okay. Schieber öffnet sich und der Sarg fährt hier direkt in die Hauptverbrennung ein. Okay. Also der Verstorbene wird mit dem Sarg verbrannt, ja, oder? Ja, immer mit Sarg. Das heißt, der Sarg, der verbrennt dann auch, oder? Ja. Sieht man. Sowas jetzt, so eine Verbrennung? Die reine Hauptverbrennung dauert eine Stunde. Eine Stunde. Im Prinzip in dem Hauptverbrennungsraum, den wir jetzt. Der bleibt jetzt dort auch eine Stunde drin. Eine Stunde jetzt die Verbrennung. Genau. Und wenn die Stunde dann vorbei ist, wird er wieder rausgefahren? Wir haben im Prinzip, ich würde das am Schema mal ganz kurz erklären. Wir sind im Prinzip jetzt hier in die Hauptverbrennung eingefahren. Der Sarg wurde abgesetzt auf den Absatzstein, auf dem Sargrost nennen wir das. Und dann ist erstmal eine Stunde in der Hauptverbrennung die reine Verbrennung. Man ist ja aber auch schon so Asche oder wie? Also da ist dann schon. Im Prinzip sind dann nur noch die Knochen dann übrig. Mhm. Die fallen dann auf die obere Wendeplatte. Okay. Auf diese. Und nach einer Stunde wird die obere Wendeplatte 180 Grad gedreht. Aha. Dann fällt die Asche in die Resteverbrennung. Mhm. Und dann ist die obere Hauptverbrennung frei. Dann können wir oben mit dem zweiten Sarg einfahren. Und wieder jeweils nach einer Stunde wird dann die Restverbrennung in die Abkühlzone gewendet, Hauptverbrennung in die Restverbrennung und dann wird der dritte Sarg eingefahren. Deswegen drei Etagenöfen. Ganz schön komplex, oder? Das ganze, also ja. dieses System, wenn man das hier so sieht, ja. Jetzt geht's in die Kühlräume. Oh, da geht's lang. Wie viel Grad sind jetzt hier? Hier sind es 7 Grad.
wir haben 4 Kühlräume, wir haben das etagenweise getrennt. Mhm. In der Minus 1 stehen alle Verstorbenen, die stehen zur Einäschung bereit. Mhm. Und unten in der Minus 2 sind nochmal 2 Kühlräume. Dort stehen dann die ganzen Verstorbenen, im Prinzip Erdbestattung, Sorgfeiern, noch nie beurkundet. Die stehen alle unten. Wir haben das extra etagenweise getrennt. Es sind schon viele, viele Eltern, die wirklich ihr Lebensziel erreicht haben. Ja. Natürlich haben wir auch junge Leute, das bleibt nicht aus. Und wie viele sind das jetzt hier so in dem Raum? Ich kann immer nachziehen so. Also jetzt stehen ca. so 14 bis 15 Verstorbene hier und morgen früh sind es dann ca. 30 in einer Kühlhalle. In einer, also die werden dann alle über den Tag verbrannt oder genau. Ja, das war's hier vom Krematorium, ne? War mal eine spannende Erfahrung. Das war eine spannende. Und es ist ja für uns, wir müssen einfach sagen, in unserer Gegend hier finden ungefähr 90% Feuerbestattungen statt und nur 10% Erdbestattung. Das heißt, dass die Feuerbestattung unsere Hauptaufgabe ist. Ja. Deswegen war mir das auch wichtig, dass wir uns das mal angucken. Doch wer jetzt denkt, der Tag als Bestatter sei schon vorbei? Falsch gedacht. Ich darf noch mal vorne im Leichenwagen mitfahren und Frank mit Fragen ausquetschen. Auf geht's. Auf geht's. Wir sitzen in einem echten Leichenwagen. Ach du, ja, aber ohne Leiche zum Glück. Ja, ohne, der ist leer. Wir machen das jetzt für den Film. Und ja, genau. Es ist ein, ja, sicherlich eine neue Erfahrung, einmal Leichenwagen fahren, ja, wenn man es noch mitbekommt. Los geht's. Wir sitzen im Leichenwagen und die Fahrt beginnt. So, wir winken nochmal tschüss, Kamera, tschüss, das war's, ja. Das wird wahrscheinlich meine vorletzte Fahrt im Leichenwagen sein. Oh je. Das kann sein, ja, ja. Ja, das ist leider so. Ist es eigentlich ein komisches Gefühl, so, wenn jetzt eine Leiche im Auto wäre, mit so einer Leiche im Auto rumzufahren? Also ehrlich gesagt, wir denken darüber nicht mehr nach. Für uns ist das eine ganz normale Autofahrt, wie jeder andere auch. Für uns ist das letztlich ein Transport. Wie vielleicht für einen anderen Kurier vom Hermes. Ja, das, also in der täglichen Arbeit denkst du nicht darüber nach, dass da hinten jetzt ein Verstorbener ist. Ja. Wir haben genauso, also in meinem Kopf geht es dann schon, da plane ich schon wieder und denke nach, was muss ich alles noch machen, wen muss ich anrufen, was darf ich nicht vergessen. Also alle anderen Dinge. Alle anderen Dinge. Und hast du manchmal so das Gefühl, also gar nicht so irgendwie die kalte Hand so von hinten? Ich meine, hier ist eine Scheibe dazwischen. Aber die Hygiene so. Schreibt in jedem, das ist ein Sonder-Kfz. Mhm. Da gibt es auch Regeln dafür, wie die gebaut sein müssen. Mhm. Und das Bestattungsgesetz schreibt auch vor, dass jeder Verstorbene in einem eigens dafür umgebauten und zugelassenen Fahrzeug zu transportieren ist. Also in einem Bestattungswagen wie also diesem nicht in hier. Einem normalen PKW. Oder so ist das, nicht, ne? Das ist verboten. Ja. Und dazu gehört eben, dass der Fahrerraum von der Kabine, wo die Verstorbenen sind, durch eine fest eingebaute Trennwand auch abgetrennt ist. Okay. Aus hygienischen Gründen, genau. Ja, ich meine, ist ja auch Geruch und sowas wahrscheinlich dann. Genau. Stimmt das, dass Leichen irgendwie einen speziellen Geruch absondern? Ja, ja. Das haben wir ja gemeinsam schon festgestellt. Mhm. Man hat immer einen, jeder Verstorbene hat nach einer gewissen Zeit aufgrund der Vorgänge, die in dem Körper stattfinden, das sind ja biochemische Vorgänge, dass da die Mikroorganismen, die in dem Körper sind, die beginnen ja sofort mit dem Tod, mit ihrer Arbeit. Man nennt das im Fachjargon die Autolyse, das heißt, das Gewebe zersetzt sich selber mit Hilfe dieser Mikroorganismen und der Enzyme, die in den Zellen drin sind. Und dabei entstehen Gase und die riecht man. Am Anfang ist das ein ganz normaler Verstorbenengeruch, ja, den du ja auch bemerkt hast. Den man schwer beschreiben kann, so ein süßlicher, aber ganz eigener Geruch, den man, wenn man alle Menschen, die mit dem Tod zu tun haben, würden diesen Geruch immer sofort erkennen. Das ist was ganz Typisches. Ne? Ja. Ich probiere hier schon die ganze Zeit auf irgendwelche Leute zu achten, auf die Blicke. Ja, ich meine, der Leichenwagen sieht schon krass aus. Na, er hat uns gerade gegrüßt, das haben Sie gesehen. Ach so. Ja, ja. Die kannten uns wahrscheinlich. Das ist, ja, es gibt ja auch Leute, die wissen, ich bin ja sonst eher selten in diesem Auto, weil ich ja nicht jede Überführung machen kann. Ja, aber es gibt ja Kollegen, die hier ständig sitzen an diesem Steuer, die kennt man dann schon und dann, ja. Und ja, man hat schon immer an der Kreuzung, wenn man jetzt neben einem anderen Auto steht, merkt man, die gucken und dann wird darüber gesprochen. Also das ist normal, ja. Und dann oftmals, da jetzt einer drin? Ja, und dann wird ein dummer Spruch gemacht und so ein Witz und ja, ist ja klar. Da grüßen wir dann auch zurück.
Ist halt so, ja. Damit muss man leben. Ein Kollege von mir auf der Fahrt zu einem Friedhof, das war eine Fahrt, wo er alleine war, da ist er nur zu einer Urnenbeisetzung gefahren, hatte die Urne hinten drin und dann ist er tatsächlich akut erkrankt. Also der konnte dann dort nicht mehr weiterfahren. Er hat auch das Bewusstsein verloren. Mhm. Also das war so eine Situation, wo man wirklich, also er konnte noch rechts ranfahren, ist stehen geblieben und dann ist er gefunden worden. Er hat davon nichts mitbekommen. Aha. Und mit Notarzt und so, also das passiert. Man denkt immer, das gibt es nur im Film, aber dem ist es leider wirklich passiert. Okay. Es ist auch untersagt jetzt mit dem, weil wir gerade hier an einem Nettomarkt vorbeifahren, ist es jetzt auch untersagt, hier auf dem Parkplatz zu fahren und dann einfach mal einkaufen zu gehen und die Nettotüte samt des Bierkastens hinten reinzustellen und dann einfach... Genau, ein paar Minuten später. Dann, wieder weiterzufahren. Ne? Mhm. Wenn das beobachtet wird, das gibt Gerede, das kann man nicht bringen, das geht nicht. Das ist ein Auto für eine besondere Lebenssituation und das muss mit einem Anstand und mit einer Würde auch betrachtet werden. Und deswegen, das ist ausgeschlossen. Und ich fahre ja auch meine Kinder in die Schule damit. Also das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Mit den Würmern, das ist halt wirklich so ein Irrglaube, ne? Total. In der Tiefe in 2 Metern ist kein Wurm. Ja. Die bewegen sich nur da, wo es was zu fressen gibt, also wo Pflanzen sind. Und das ist maximal so, oder was weiß ich, 15 cm tief. Ja. Da unten ist ja, wovon soll der Wurm da unten leben? Der ist keiner. Ja. Da ist auch kein Sauerstoff mehr in der Erde drin. Hm. Glaubst du eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Darauf zu antworten ist schwierig. In Kürze. Es ist so, dass ich bin kein Christ. Ich glaube nicht an diese Wiedergeburt, aber ich weiß, dass Energie nicht verloren gehen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht am Ende irgendeine Dimension gibt, wo diese Energie wieder auftaucht und in irgendeiner Form da ist. Darüber habe ich nicht endgültig nachgedacht, weiß ich nicht. Okay. Ja? Ja, die Fahrt im Leichenwagen. Ja. Geht zu Ende. Geht zu Ende. Und das war es auch mit dieser Brain Fox-Reportage. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir sind angekommen am Ziel. Das war es mit dieser Reportage. Wir können ja mal ganz kurz aussteigen hier. Das tun wir. Oh, Mensch, jetzt kommen ja Leute. So, ich komme mal rüber. So. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dafür. Ne? Bis zum nächsten Mal. Also, ja. Das war der gute Humor eines Bestatters. Ja. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis bald. Ciao. Okay. Zu schauen. Ja. Genau, vielleicht möchte ich erstmal in Dresden-Leuben. Sind wir in Leuben? Ja, ne? Gut. Hier sein bei über. Nee.